benötige ich einen Becher Zucker, einen Becher Wasser und ungefähr einen halben Becher Zitronensaft. Verrühre das Ganze miteinander und lasse es so lange kochen, bis das Ganze eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Nun so lange aufkochen lassen, bis es eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Nun kann das Ganze auch schon vom Herd genommen werden. Um den Wachs nun schwarz färben zu können, benötigen wir hierzu 2 Kohletabletten. Die gibt es bei DM für 1 bis 2 Euro zu kaufen. Das Ganze mische ich nun mit warmem Wasser zusammen. So, nachdem sich die Kohletabletten hier aufgelöst haben, tue ich nun die Masse hinzu. So, ich habe das Ganze ungefähr eine Stunde lang abkühlen lassen. Es ist nicht ganz abgekühlt, es ist noch ziemlich warm. Deswegen solltet ihr hierbei darauf achten, bevor ihr euch das Ganze nun auf die Haut aufträgt, dass ihr das mit eurem Finger ein wenig abtestet, dass es auch wirklich nicht zu heiß ist, weil ihr euch sonst damit sehr stark verbrennen könnt. Also immer vorm Auftragen, immer mit eurem Finger abtesten. Wenn es zu heiß sein sollte, dann lieber erstmal noch 10 bis 20 Minuten ungefähr stehen lassen, bis es auch wirklich abgekühlt ist und ihr damit arbeiten könnt. So, da meine Beinhaare hierbei leider viel zu kurz sind, werde ich euch das Ganze nun auf meinen Armhaaren zeigen, wie man das Ganze nun aufträgt und wie gut das Ganze funktioniert. Zum Auftragen müsst ihr nicht unbedingt ein Buttermesser, so wie ich, verwenden. Hierzu könnt ihr auch einen Löffel nehmen oder auch ein Holzstäbchen, falls ihr sowas zu Hause habt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, hierzu ein Messer zu verwenden. So. Trägt das Ganze nun in Haarwuchsrichtung auf die Stellen auf, wo ihr euer Haar entfernen wollt. So, drückt das Ganze nicht zu dick auf. So, nachdem das Ganze nur ein wenig abgekühlt ist, könnt ihr das entgegengesetzt eurer Haarwuchsrichtung abziehen. So, dafür löst ihr ein wenig vom Rand ab, damit ihr das auch griffbereit habt. So, ungefähr. Dann könnt ihr das auch abziehen. So, und das war's. Könnt ihr nochmal die Härchen sehen, die ich mir jetzt abgezogen habe. Ja, wie gesagt, normalerweise mache ich gar nichts mit meinen Armhaaren. Da sie sehr hell und sehr fein sind, lasse ich sie immer dran, weil die mich auch gar nicht stören. Aber da meine Beinhaare hierbei viel zu kurz sind für diese Prozedur, mache ich das Ganze an meinem Arm, um euch zu zeigen, wie effektiv die Methode ist und wie gut das einfach funktioniert. Seht ihr den Unterschied? In dieser Reihe habe ich die Wachsmethode angewandt und da sind die Haare noch zu sehen. So, seht ihr den Unterschied? Wie glatt diese Seite ist im Gegensatz zu der anderen Seite. Dann könnt ihr den Restwachs mit dem Wachs mit entfernen.